Heute wollen wir den lokalen Markt in Sandway besuchen. Leo, der Besitzer des Golden Sea Restaurants, hat uns dazu einen Chauffeur vermittelt. Sein Beifahrer hat uns allerdings etwas überrascht. Unter der britischen Herrschaft hieß Sandway Sandway. Der Ort liegt ca. 10 Kilometer vom Bali Beach entfernt. Rund um Sandway liegen sehr viele Kautschukplantagen. Circa 53.000 Menschen leben hier in dieser Stadt. Die Legende erzählt, dass Buddha selbst hier geweilt hat und drei seiner früheren Leben hier verbracht hat. Möglicherweise ist ja dieser Herr eine Reinkarnation Buddhas. Jedenfalls sind wir hierher gekommen, um den lokalen Markt zu besichtigen. Der Markt von Sandway ist einer der schönsten weit und breit und hier findet man wirklich alles, was man zum täglichen Leben braucht. Nach burmesischen Verhältnissen gemessen natürlich. Also spazieren wir einfach mal drauf los und schauen wir, was es hier so alles gibt. Auch auf den Straßen rund um den Markt herrscht geschäftiges Treiben. Hier kommt der örtliche Autobus.
Dieser Schmuckhändler ließ leider überhaupt nicht mit sich handeln. Wie bereits erwähnt, soll Buddha hier drei seiner früheren Leben verbracht haben. Deswegen wurden hier auch drei Pagoden errichtet. Eine sehen wir hier. Auf eine nähere Besichtigung verzichten wir diesmal allerdings. Unser Fahrer wartet auch schon auf uns. 30 Minuten später sind wir auch wieder zu Hause in unserer Villa. Den restlichen Tag ahlen wir in der Sonne und bewundern den Sonnenuntergang.